Hallo liebe Kultisten und Kultistinnen, schön, dass ihr wieder da seid. Wir spielen heute ein Horror-Game. Ja, wir spielen The Lost 4, die verlorene Angst oder die Angst vor dem Verlorengehen. Bin mir nicht sicher, wie das gemeint ist, aber wir sehen, der hat ziemliche Angst, dieser arme zitternde Zamperl, das hier in der Mitte steht. Vielleicht ist der verloren gegangen, jetzt zittert und rockelt er sich einfach die ganze Zeit hier auf und ab. Es ist ein kurzes Indie-Horror-Game auf itch.io und es sieht eigentlich ganz interessant aus. Ich würde sagen, wir starten mal in die verlorene Angst hinein. Die verlorenen Ängste sind eigentlich immer die besten Ängste, da muss man eigentlich vor nichts Angst haben. Play. Ja, E oder linke Maus-Button, okay, schon klar. Und er schaut dir immer zu, mein Gott, er schaut mir immer zu. Selbst wenn ich gerade auf dem Pipi-Haus sitze, schaut er mir zu. Von links hinter der Ecke. Das ist schrecklich. Mein Gott, es scheint wirklich schrecklich zu sein. Hallo? Hallo, vielleicht möchte ich nicht diesen zitternden Zamperl weitersehen. Okay, er ist weg. Okay, ist das real? Das kann nicht sein. Ja, es kann wirklich nicht sein, es ist alles schwarz. Ich dachte, ich wäre aufgewacht, aber das ist nicht mein Zimmer. Und was ist es dann? Ja, übliche Situation, wir wachen mal wieder in einen vollkommen leeren Raum auf. Das ist mein allerliebstes Lieblingserwachen. Oh, Gottes Willen, ich weiß schon, warum wir hier so aufgewacht sind. Wir wanken, als hätten wir 70 Flaschen Wodka-Intus. Okay, großartig. Ist ja überhaupt nicht wankend, der liebe Mann. Unser Zimmer war schon mal irgendwie schöner eingerichtet. Und jemand hat leider die Decken wegrationalisiert. Ja, Decken braucht man auch heutzutage nicht, das weiß der Architekt gut. Es ist wirklich super, super dunkel, aber es sieht cool aus. Die Grafik ist cool, aber es ist absolut dunkel. Hallo? Okay. Er scheint ganz nett hier zu sein. Wenigstens sehr stilvolle Tapeten haben sie. Und diese unbezahlbare Ming-Vase, in die wir keinesfalls reintreten dürfen. Nein, hör auf! Nicht in die unbezahlbare Ming-Vase. Das ist übrigens auch gar keine Ming-Vase. Die sieht super wenig asiatisch aus. Weder noch super wertvoll. Okay. Ist richtig schön hier. Würde ich sofort wieder hier Kost und Logis genießen. Ach du liebe Güte. Das ist aber kein so PT-like Game, wo ich jetzt immer durch den gleichen Gang durchgehe. Aber der Gang sieht genauso aus wie der andere Gang. Nein, ohne Scheiß. Es ist exakt der gleiche Gang. Oh nein, bitte lass es kein PT-Klon sein. Wo zur Hölle bin ich? Das ist genau der gleiche Raum. Okay, ich glaube, wir haben wieder mal einen PT-Klon erwischt. Vielleicht. Ich will es noch nicht verschreien. So, und wir sind im gleichen Gang. Okay, wir sind immer wieder im gleichen Gang. Ich sehe schon. Es ist immer dieser Gang mit diesem einen Stein. Ich freue mich schon. Ich liebe es. Dinge, die sich überhaupt nicht verändern, sind meine allerliebsten Lieblingsdinge. Und es hat sich doch was verändert. Okay. Warum höre ich so krass meinen Herzschlag? Ich muss sagen, das mit der Dunkelheit haben sie ziemlich gut gemacht. Ich finde es auch bisher relativ unheimlich. Okay. Es ist doch kein PT-Klon. Das ist einfach nur irgendwas ganz Seltsames. Hör auf, Herzinfarkt zu kriegen. Ich habe keine Zeit für einen Herzinfarkt. Zufälligerweise heute noch was anderes zu tun, als Herzinfarkte zu kriegen. Okay. Auch der Gang ist nicht mehr der gleiche. Auch wenn er ähnlich ausschaut, ist er runtergekommen. Ne? Okay. Nein, das ist genau das passiert, was ich gesagt habe. Jemand ist in die super teure falsche Ming-Vase getreten. Super blöd, wenn sowas passiert. Kennst du die Person hinter dir? Oh, das ist fies. Okay, schauen wir mal ganz langsam runter. Okay, es ist ein Fake-Out. Okay, ich drehe mich nochmal. Okay, da war keine Person. Das ist ganz gut. Das ist ganz gut, dass hier keine Person ist. Dankeschön. Hallo, was soll der Bullshit? Hilft mir jetzt aber nicht weiter. Ich komme hier nicht mehr durch. Das ist super blöd. Hallo? Was war das denn für ein Zitterhannes? Okay. Okay, es war einfach nur ein super verzögerter Jumpscare. Dankeschön, lieber Zitterhannes, hat mich ja kaum erschreckt. Und jetzt sind wir hier im Heizungskeller gefangen. Wir wissen, im Heizungskeller ist es immer nett. Besonders wenn dieser Freddy Krüger erstmal auftaucht, dann ist hier echt Highlife und Party. Aber wir haben wenigstens eine Decke bekommen, das ist lieb. Und rostige Ketten müssen immer dabei sein beim Horror Game. Ganz wichtig, rostige Ketten und Ventile.
Ich liebe beides. Drehen wir es einfach mal. Weiß null, was es bringt, aber wir drehen es. Kannst ewig drehen. Bin ein großer Drehmeister. War das schon immer so? Ich habe nicht gecheckt, ob sich irgendwas verändert hat oder nicht, aber ich habe mal das Ventil gedreht. Okay, ich muss das drehen. Ich bin nämlich absolut drehsüchtig. Ich liebe alles, was mit Drehen zu tun hat. Karussells, ein Drehwurm zu bekommen, eine Fräse und eine Drehe. Oder Drehen und Fräsen lebe ich auch. Wenn Kinder sich im Kreis drehen, bis sie kratzen müssen. Meine allerliebsten Lieblingskinder. Die muss ich auch was drehen. Mein Gott, wir sind in der Hölle der tausend Umdrehungen angekommen. Los geht's. Quietscht auch Gott sei Dank nicht. Okay, ich hab's gedreht. Ich habe auch das gedreht. Und jetzt? Was war das für ein Zitterwesen? Irgendwoher kannte ich das. Das kommt mir super bekannt vor. Ich glaube, wir haben schon mal ein Horror-Game gespielt, wo wir dieses komische Zitterwesen gesehen haben. Bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ziemlich. Okay, hier ist cool. Hier ist cool. Was ist hier? Kommt hier der Jumpscare? Hier ist der Stuhl. Der Stuhl und der Zettel. Der Stuhl und der Zettel und nochmal was zum Drehen. Kann ich das lesen? Es gibt Zeiten, da ist das Einzige, woran ich denke, jemanden umzubringen. Mit diesem Stuhl! Ich bin der Stuhlmörder. Er muss sich hier hinsetzen. Und ich werde ihn so lange Wolfgang Petri vorspielen, bis er den Verstand verliert und schon selber stirbt. Das ist grauenhaft. Grauenhaft. Ich bin der schreckliche Stuhlmörder. Mein Gott, meine ich, er erstickt hier auch an Stuhlgang. Okay, großartig. Oh, das hört sich wieder super an. Da haben wir nicht so ein kleines Fläschchen Öl dabei vielleicht? Jetzt hier frei? Nee. Überhaupt nicht. Warum drehe ich die ganze Zeit diese Ventile, wenn das überhaupt nichts bringt? Hä? Das Ventil neu? Nee, da kommen wir her, oder? Party on, Wayne! Was war denn das für eine Partymannschaft, die hier aufgetaucht ist? War das ja einfach die Party der Maulwurfsmenschen? Großartig, und auf die bin ich eingeladen. Ich freue mich so. Ich freue mich richtig. Das wird großartig. Ich liebe es, mit Maulwurfsmenschen zu feiern. Ich weiß nicht, was das war, aber es hatte irgendwie ganz viele Gliedmaßen. Und klar, wir brauchen eine Kleidungspuppe hier, damit es unheimlicher wird. Das sind super viele rostige Ketten. Rostige Ketten und Kleidungspuppen funktionieren immer in Horrorgames. Ich bin tatsächlich immer begeistert, wenn es mal nicht Kleidungspuppen und rostige Ketten sind. Das Game ist relativ Standard bisher. Das ist relativ Standard, aber ich finde es nicht uncool. Ja klar, diese Kette hier. Hallo? Ja, dann gehe ich halt dran vorbei. Pfleg nach oben. War sehr elegant. Pfleg hinfort, du kleiner Engel. Okay, cool. Cool. Kaputter Schemel. Super schlimm, dass der kaputt gegangen ist. Was ist denn eigentlich die Lost 4? Also was für eine Angst haben wir denn hier verloren? Okay, auf den war ich vorbereitet. Auf den war ich super vorbereitet. Ja, das war ja furchtbar unheimlich. Bei den sah ich schon aus der Entfernung kommen. Und das war dann auch nicht mehr so... So überraschend, dass er plötzlich vor mir auftaucht. Seht ihr das da oben? Da ist irgendwas. Irgendwas zuckt da schon wieder. Hallo? Oh nein, das ist einer dieser Ruckler. Kommt der näher? Nee, das ist nur meine Taschenlampe. Okay, wir verschwinden von hier. Hier ist uncool. Da ist leider einer der Maulwurfsmenschen. Der Türsteher der Maulwurfsmenschen. Die lassen uns nicht in die Maulwurfsparty rein. Das ist total blöd. Da blöd, dann gehen wir halt wieder zurück. Gehen wir halt nach Hause, was soll's. Wenn wir nicht eingeladen sind, dann drängen wir uns auch nicht auf. Hier geht's links rum, ich kriege einen Schock gleich. Doch nicht. Oder doch. Die Tür wird gleich zugehen. Irgendwas greift raus, macht die Tür zu. Komm. Do it. Nein, sie geht einfach nur zu. Ist ja noch erschreckender. Türen, die ihre Funktion ausführen und auf und zugehen. Es ist ein Albtraum. Es ist ein Albtraum, es ist genauso wie Wasserhähne, die Wasser geben. Mein Gott. Oder Toilettenspülungen, die spülen. Okay. Das ist super surreal hier. Aber ich würde nicht sagen, dass es ein Liminal Space hier ist, oder? Oder doch? Wirkt eher so wie so ein surrealer Albtraum, in dem wir gefangen sind. Vielleicht träumen wir das Ganze ja hier wirklich. Vielleicht träumen wir wirklich, dass wir zur Party der Maulwurfsmenschen nicht eingeladen sind. Das ist super traurig.
Mein Großvater, Großvater, warum hast du hier eine Großvateruhr hingestellt? Jing? Hallo? Bin jetzt hierher gekommen, um die Zeit abzulesen ohne Zeiger. Ist cool. Wir haben es Viertel vor, keine Ahnung. Großartig, gehen wir wieder in die andere Richtung. Was soll's? Jetzt krieg ich gleich einen Jumpscare. Na komm. Na komm, ich weiß es, du weißt es. Ja, es hat sich hier irgendwas verändert. Das Porzellan. Alles deutet nach da oben? Diese Teller wollen mir irgendwas sagen. Ich weiß nicht was. Die Vögel fliegen nach Norden in den Sommer, nach Osten in den Frühling, nach Westen in den Herbst und nach Süden in den Winter. Norden, Sommer, Osten, Frühling, Westen, Herbst und Süden, Winter. Hier haben wir jetzt hier tatsächlich ein Rätsel. Okay, also. Fangen wir an nach Norden, Osten, Westen, Süden. Nicht ohne Seife waschen. Das ist total peinlich, aber ich muss mir immer die Hilfe zur Hilfe holen, um zu wissen, wo Osten und wo Westen ist. Also, nach... Hallo? Vollkommen falsch. Nach Osten in den Frühling. Nach Westen in den Herbst. Nach Süden in den Sommer. Ein großes Genie. Rätsel war super schwer. Mein Gott, ich habe meinen Verstand eines 5-Jährigen eingesetzt, um dieses Rätsel zu lösen. Das ist unglaublich. Okay, das war nicht so schwer. Kriegen wir jetzt einen Schreck als Dank? Ich warte echt auf den nächsten Jumpscare, aber noch kommt er nicht. Aber warte mal, diese Tür kennen wir. Aber diesen Gang hier kennen wir nicht, der ist neu. Okay, dieser Gang ist neu. Was ist denn das für eine verlorene Angst? Da vorne ist irgendwas. Ein Bett. Ein Schreibtisch. Großartig, ein Schreibtisch. Können wir die Schublade aufmachen? Nee, steht hier einfach nur so ein Schreibtisch im Weg. Cool platziert. So, weiter geht's. Ich kann sogar laufen. Hey, warte mal, ich kann laufen. Das finde ich jetzt heraus, wo ich wahrscheinlich das Game fast durchgespielt habe. Dass ich laufen kann. Die rote Tür. Gut. Sieht super sicher aus. Und wir sind im roten Stockwerk. Und Rot ist eine böse Farbe. Ein schrecklicher Fall von aggressiven, tödlichen Rot. Das Bild kenne ich auch aus jedem Horror-Game. Das ist der kackende Kackadler. Okay, schauen wir mal, welche Tür aufgeht. Die geht nicht auf. Oh, die geht auf. Sehr einladend. Sehr einladend. Da ist ein Raum mit einem Licht drin. Ja, klar. Gehe ich jetzt rein. Sieht super sicher aus. Wird bestimmt kein Albtraum hier drin passieren. Das ist super finster, das Game. Ich habe es euch natürlich ein bisschen heller gemacht in der Aufnahme. Damit man auch ein bisschen was sieht. Was ist das hier? Ist das hier ein Stuhlkreis? Ist hier Musiktherapie oder Sitztherapie? Legt einen Schlüssel. Den Schlüssel. Okay. Also mit dem Schlüssel könnte ich hier wahrscheinlich wieder raus. Wir rennen durch. Lauf, 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 lauf. Lauf, 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 lauf. Wir schaffen es. Ohne, dass wir gescared werden. Jawohl, ja. Hat funktioniert. Easy war's. Puh. Ich habe echt einen Jumpscare erwartet. War gut, dass mal keiner kam. Das erhöht die Spannung ein bisschen. Wenn nicht jeder Jumpscare vorhersehbar ist. Okay, ist nett hier. Nett hier, jetzt sind wir in den gelben Korridor angekommen. Gehen wir nochmal einen Schritt voran. Hallo? Noch ist alles safe hier. Ich frage mich, ob irgendwann noch eine Szene kommt, wo wir weg... Hat mich kaum erschreckt. Aber auch fast nicht meine Seele verloren bei dem Jumpscare, weil ich gerade im Labern war. Oh... Okay, die sind halt vorhersehbar, die Jumpscares, dass sie irgendwann kommen. Aber man weiß halt trotzdem nicht, wann sie kommen. Okay, der hat mich schon ziemlich verscheucht gerade. Boah. Okay, war nett gesetzt, dankeschön. Okay, es ist halt immer nur das gleiche Zitterwesen. Einfach dieser Maulwurfsmann, der auf einen zustimmt. Schauen wir mal, ob wir noch die geheime Party der Maulwurfsmänner finden. Okay, hier sind wir an einer Kreuzung angekommen. Hier ist Stuhlland, schon klar, dann gehe ich geradeaus. Ich halt geradeaus auf diese Tür zu. Ach Gott, ich bin so angespannt auf den nächsten Jumpscare. Das sieht aus wie eine Krankenhausabteilung. Okay, probieren wir es. Ja, das Game kommt hier mit jedem Klischee um die Ecke. Jetzt haben wir hier Krankenhaus liegen. Klar. Ich bin da für meine Vasektomie. Ich möchte mir die Hoden. Ich hoffe, sie sind vorbereitet. Sieht super säuberlich aus hier. Hoffentlich haben sie die große Zange mitgebracht. Dann tut es weniger weh. Okay, raus hier.
Aus hier. Ich möchte vielleicht doch hier nicht eine Vasektomie. Vielleicht muss ich hier die Vasektomie durchführen. Okay, da liegt ein Zettel auf dem Boden. Sehr deutlich sogar. Ist es seltsam, dass ich den Klang von Schreien gut finde? Nein, nein. Ist total, total entspannt. Morgens höre ich immer Schreie zum Aufwachen und abends Wahlgesänge zum Einschlafen. Das ist total entspannt. Das ist ganz normales Verhalten. Da muss man keineswegs die Frage stellen, ob das normal ist oder nicht. Nein, nein, nein. Jetzt haben sie die Bahn verschoben. Okay, dann gehe ich halt einfach hier durch. Auch nicht schlecht. Na gut, ab in den nächsten Raum. Lass mich raten, da sind Liegen drin. Ne, es ist alles anders. Willst du mich verarschen? Regnet es gerade Körperteile, die hier zermahlen werden? Boah, ich liebe diese Dinge. Also ich würde es natürlich super gern ausprobieren. Was passiert, wenn wir da reingehen? Mein Gott, das ist der hüpfende Harry. Hüpfende Harry? Kannst du das nochmal machen? Das sah super kunstvoll aus. Nein, warum werden denn hier Leute verhexelt? Entschuldige, sie müssen da rein. Sie müssen da rein. Hallo, gehen Sie vielleicht mal da rein? Das ist furchtbar, der will einfach nicht mitmachen. Das ist ein Spielverderber. Du bist ja der traurige Spielverderber, wirklich. Du willst hier einfach nicht gehäckselt werden. Na gut. Verschwinden wir von hier, das ist vollkommen abartig. Das ist vollkommen abartig, dieser Meatgrinder. Okay. Das ist schon ein bisschen absurdes Game. Okay, geschafft. Geschafft, wir sind am Meatgrinder vorbei. Ich erwarte einfach noch die Mutter aller Jumpscares am Schluss. Wirklich, gleich kommt irgendwas geschossen und erschreckt mich. Jenseits von Gut und Böse. Ja, die Tür ist super vernagelt. Ich muss irgendwas finden, um diese Planken aufzubrechen. Okay, wie wär's mit der standardmäßigen Crowbar? Es würde mich so wundern, wenn es kein Brecheisen, ist. Hallo? Ich hole das Brecheisen, krieg noch einen Jumpscare, bricht es auf und dann ist die Auflösung wahrscheinlich, was passiert ist. Ja, super, die Säuglingsstation, ich freue mich. Ach nee. Das ist nur ein leerer Raum. Scheiße, ist der Raum nur leer. Das kannst du mal grob vergessen. Irgendwas ist hier. Entweder kriege ich gleich einen Jumpscare ab. Ich habe ja schon was gehört. Bin mir sicher, das ist nicht nur ein leerer Raum. Okay, vielleicht ist es nur ein leerer Raum. Hat sich irgendwas sonst verändert? Okay, ich bin schon irgendwie angespannt. Das ist gemein bei Jumpscares. Wenn man erstmal zwei, drei voll in your face bekommt, erwartet man einfach den nächsten. Sieht das hier anders aus? Das ist vollkommen fantastisch. Ich brauche keine Brechstange, wenn die Tür sich selber knackt. Super, die Tür hat sich selber aufgebrochen. Das sind die besten Sicherheitstüren ever. Vielleicht war es aber auch einfach ein Wesen aus einer Horror-Dimension. Komm, lass mich hier raus. Ja, sieht super vertrauenserweckend aus. Ich will jetzt unbedingt darunter springen. Geronimo! Okay. Das ist jetzt ein bisschen blöd. Wir drehen uns um. Da ist irgendwas Furchtbares und wir fallen runter. Komm, mach's nicht so spannend. Es ist viel krasser. Oh Gott, was ist das, was da hochkriecht? Das ist ein lebender Albtraum. Ach du liebe Güte, das ist neu. Nett. Ich habe es versucht. Ich habe versucht aufzuwachen. Aber jetzt bin ich einer von ihnen. Bald wirst du auch einer von ihnen sein. Von den Maulwurfsmenschen. Großartig. Dann sind wir endlich vom Herren der Maulwurfsmenschen zur Maulwurfsmenschenparty eingeladen. Cool. Was? Mein Name ist Vasco Roger. Vasco Rocha wahrscheinlich. Und du bist 13, hast dieses Game innerhalb von 2 Wochen gemacht. Alle Achtung, für einen 13-Jährigen war das Game richtig gut. Das war echt richtig gut. Okay, es war Standard-Horror-Kost, müssen wir gestehen. Einige Jumpscares, ziemlich viel Surreales. Und am Schluss aber war es richtig cool umgesetzt. Ich dachte, man dreht sich um, dann ist irgendwas, man erschrickt und fällt rein oder muss da reinspringen, dann ist es zu Ende. Aber dass da irgendwas aus diesem furchtbaren Kanal hochgekrochen kommt, das fand ich cool.
Und ich lebst natürlich, auf Partys von Marvelous-Menschen eingeladen zu werden. Die feiern so hart, wie es geht. Die sehen zwar nichts, aber dafür touchen sie umso mehr. Das ist genau meine Sache. Das ist genau meine Sache, dieses Grabschen auf Partys. Nein, das stimmt gar nicht. Nein, wirklich, ich bin kein Grabscher auf Partys. Ja, das war The Lost 4, liebe Kultisten. Ich fand's richtig nice. Ich hoffe, es hat euch auch gefallen, dieser kurze Horror-Short. Auch wenn es, wie gesagt, nicht das Horrorrad neu erfunden hat. Wenn es euch gefallen hat, hinterlasst mir gerne ein Like oder ein Abo. Oder hättet die Doom-Bell für den nächsten Horror-Content. Und ihr seid auch bald einer von ihnen, von den Maulwurfsmenschen und könnt mitfeiern auf der Maulwurfsmenschen-Party. Also sehen wir uns in Maulwurfshausen bei der nächsten Party, wenn es heißt. Ich freue mich auf jeden Fall drauf und mögen die großen Alten mit euch sein. Bis dann, ciao.